Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Er ist da. Der Riesenfahrstuhl ist da. Ja, es war ein ganz schöner Schmerz, ihn hier reinzubringen. Ich konnte nämlich keine Konstruktionsblöcke benutzen, weil sie immer noch nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Ich habe mehrere Tage das versucht, hat nicht geklappt. Hab aufgegeben, hab das hier gebaut. Ja, okay. Ihr seht schon Lampen, es hat sich natürlich ein bisschen was verändert. Die Fehler sind behoben und ich werde euch das auf jeden Fall zeigen. Lasst mir Vorschläge in die Kommentare da, was ich als nächstes machen soll. Ich schaue, was ich machen kann und jetzt kommt das Intro. So, da haben wir das fette Ding. Hier die Lampen, schnell erklärt. Ein Redstone, ein Obsidian drunter, eine Lampe. Wenn eine Lampe leuchtet, egal welche, dann ist der Fahrstuhl bereit. Wenn beide Lampen leuchten, dann ist der gerade unter Benutzung. Und wenn keine der beiden Lampen leuchtet, dann würde es heißen, das System wäre kaputt, weil dann beide Fahrstühle unten gewesen wären. Und ja, es hat sich noch was geändert. Mal sehen, ob ich da so leicht hinkomme. Ja, hier haben wir es. Haben wir einen Kolben, der nach unten zeigt, einen Kolben, der nach oben zeigt. Vorher hatte ich nur diesen hier, glaube ich, einen und der zur Seite gezeigt. Jetzt haben wir noch den da. Das verhindert einfach, dass der Beobachter ein einzelnes Signal ausgibt und das ganze System kaputt macht. Schaut euch dazu das Video von vor 3 Wochen an. Ja, das findet ihr in der Playlist. Und dann haben wir hier noch die schönen Schilder hier. Ja, ist wirklich nichts Besonderes, damit man einfach weiß, wo man gerade ist oder wo man hin möchte. Und ich würde sagen, ich stelle mich mal kurz hier hin und dann beginnen wir einfach mit dem Aufbau der unteren Hälfte. So, einmal abgespeichert, das Inventar geleert. Jetzt geht's weiter und zwar mit der Etage, also mit einer durchschnittlichen Etage. Dazu nehmen wir uns hier die rechte Kiste. Und zwar brauchen wir pro Etage einen Knopf, 53 Redstone, 12 Redstone-Blöcke, 20 Redstone-Fackeln, 9 Verstärker, 10 Vergleicher, 5 Beobachter, 4 Kolben, 15 haftende Kolben, 22 Schleimblöcke, 16 Honigblöcke, 2 Eisentüren, 2x Glas, 6x Obsidian, wobei das auch glasierte Keramik sein kann, also könnt ihr euch aussuchen, 2 Redstone-Lampen, 4 Trichter, 2 Schilder und 2 Müll-Items, also Items, die ihr einfach nicht braucht. So, dann gucken wir uns mal an, wo die hin muss. Ich mache mal auch wieder ein bisschen Platz wieder. Als erstes brauchen wir natürlich die Baublöcke. Hier, Baublöcke. Und dann gucken wir mal, wo es hin muss. Also, vielleicht wäre, glaube ich, klug, hier so eine kleine Plattform hinzumachen, damit man drauf stehen kann. Und jetzt machen wir da drüber ein 3x3-Feld. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Dann haben wir ein 3x3-Feld. Dann machen wir hier 3 Blöcke hin und oben 3 Blöcke hin. Hier bleibt jetzt eine Lücke und zwar ist die dann später für Redstone-Leitung, für Beleuchtung und so nützlich. Deshalb lasse ich immer hier eine Lücke. Und genauer gesagt müssen wir hier eine Lücke reinhauen und stattdessen hier den Block hinmachen. Und dann können wir hier auch das Schild reinmachen. Also das Schild machen wir hier hin. Dann machen wir folgendes. Wir halten S gedrückt und machen daraus so ein Paragraphenzeichen. Machen wir L und dann machen wir diesen Pfeil nach oben. Dann wieder Paragraph L. Dann können wir erster Stock schreiben. Und dann darunter wieder
Paragraph L, zweiter Stock, nee, Erdgeschoss, natürlich, hoch. Also E, G und dann wieder Paragraph L und jetzt nehmen wir V. Dann klicken wir weg und dann schauen wir uns das mal an. Aber ich mach mal kurz kaputt. Da. Ist deutlich zu sehen. Dieses Paragraphenzeichen ist ganz nützlich. Damit kann man auch die Schrift umfärben und so. Testet einfach mal aus. Wenn ihr ein Tutorial wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Jedenfalls haben wir hier jetzt die neue Plattform. Da machen wir wieder einen Rahmen. Wie unten. Einen Rahmen für die Tür. Und dann nehmen wir uns die eigentliche Tür auch. Packen die hier rein. Gut, dann können wir das auch wieder wegpacken. Und dann machen wir, holen wir uns einen Beobachter. Einen Vergleicher. Redstone. Redstone-Fackeln. Hafnerkolben und auch Redstone-Blöcke und Schlammblöcke. So, das sollte erstmal genügen. Und dann schlagen wir noch einen Block aus, und zwar den da. Das ist der Block unter der Tür. Also hier, Block, das ist der Fahrstuhlschacht. Und der Block, der unter der Tür ist, den müsst ihr kaputt machen. Beobachter reinmachen. Daneben haut ihr auch den Block weg und macht Redstone rein. Hier unter dem Block machen wir noch einen Block hin. Da muss ein Vergleicher rein zeigen. Und hier kommt noch ein Block hin. Und da kommt eine Fackel ran. Jetzt brauchen wir noch die Trichter. Und zwar machen wir die hier unter die Fackel. Einmal. Dann stellen wir uns auf den Komparator. Machen da ein. Und da ein. Eben genauso, dass die beiden Ausgabehälse ineinander zeigen. Und an die Fackel noch ein Redstone. Dann wird das Ganze gepowert. Hier in den hinteren, da machen wir ein Item rein. Dann wird das System aktiviert und kann sich die Tür öffnen, wenn der Fahrstuhl vorbeifährt oder anhält. Hier kommen zwei Blöcke hin und noch ein Vergleicher. Ein glatten Quarzblock davor, ein Redstone obendrauf. Neben dem Block kommt so ein Hafner Kolben hin, ein Redstone-Block daran und ein Hafner Kolben so, ein zwei Schleimblöcke und Redstone-Block. Das führt dann wieder in die nächste Ebene, deshalb werden wir das nicht bauen. Aber wenn ihr mehrere baut, dann könnt ihr das hier, was ich hier gebaut habe, gleich auf allen Ebenen fortführen. So, dann können wir die Schleimblöcke wieder wegpacken. Dafür holen wir uns jetzt die Verstärker. Und das kann auch weg. Sonst brauchen wir erstmal nichts. So, wir nehmen uns wieder den Quarzblock, packen hier diagonal einen Block hin. Und zwei so, haben wir so einen Pfeil, der hier auf den Redstone-Block zeigt. Wir schlagen den Block weg, machen Redstone drauf, hier eine Fackel, ein Block und ein 2x2 Feld. Hier kurz ein Block, noch ein Block. Haben wir den etwas erhöht. Redstone, ein Vergleicher und noch ein Vergleicher. Jetzt haben wir hier einen Kondensator. Wenn die Fackel ausgeht, kann der hier für eine Weile den Strom halten. Und der sorgt dann dafür, dass dieser Stopper da aufhört, den Fahrstuhl zu stoppen. Und dann kann das weiterfahren. Gut. Jetzt machen wir hier einen diagonalen Quarzblock. Das ist dann einfach so. Hier kommt noch eine Fackel hin. Die sollte übrigens ausgehen. Ein Block so. Ein Block so. Noch ein Block so. Und einen Block hoch. Dann nehmen wir uns die Fackeln. Erst die Fackeln setzen übrigens, sonst kann das System kaputt gehen. Dann hier ein und hier ein. Hier muss dann ein Hafnerkolben ran. Dann brauchen wir kurz Honig.
1, 2, 3. Und ihr seht schon, das passt genau, wenn hier der Kolben ausfährt, dann kann der Fahrstuhl nicht losfahren. Oder wenn er von oben kommt, bleibt er hier stehen. So, dann kommt hier noch was hin. So, so und so. Schlagen das unten raus. Machen hier überall Redstone drauf. Haftender Kolben. Und ein Beobachter. Hier setzen wir dann einen Block ran. Hier auch. Da, da und da. Hier machen wir den Block weg. Dann sollten wir hier den Kolben sehen. Und da machen wir einen Vergleicher rein. Nochmal Redstone drauf. Und jetzt haben wir auch schon einen klitzekleinen Kondensator. Der hält den Strom nur kurz, weil das Signal vom Beobachter nur einen Tick lang ist, ist das zu kurz für das System hier unten, weil da allein schon 6 Ticks an Verzögerung drin sind. Das heißt, es würde nicht so gut funktionieren, jedenfalls hat es nicht funktioniert. Und deshalb müssen wir das dann machen. Dann ziehen wir die Blöcke weiter bis genau hier, wenn ihr die andere Seite auch schon baut, natürlich bis zur anderen Seite. Hier kommt ein Redstone drauf. Verstärker und Redstone. So, hier haben wir einen Teil vom Highway schon. Wir müssen das Signal aber auch noch nach oben schicken. So, und 1, 2, 3 und ein Redstone-Block. Ja. Dann müssen wir hier noch einen Block mit Redstone drauf machen. Dann nehmen wir uns einen normalen Kolben, setzen hier einen temporären Block hin, einen normalen Kolben und der wird dann gepowert. Dann kann die Flying Machine weiterfliegen. So, dann muss ich mal gucken, wie wir das machen hier. Ich glaube hier hin. Ja, also hier direkt neben den Block kommt entweder eine glasierte Keramik oder eben Obsidian. Ganz wie ihr wollt. Redstone drauf. Und so. Und so. Ist das richtig? Ja. Also genau neben dem Redstone muss ein Kolben sein. Sehr schön. So, was haben wir noch? Ah ja, wir müssen hier den Turm noch erweitern. Da packen wir einfach direkt einen haftenden Kolben drauf. Dann brauchen wir wieder Schleimblöcke. Und diesmal nehmen wir hoch. Diesmal nehmen wir 3 Stück. 1, 2, 3. Und ein Schleimblock. Ein Redstone-Block natürlich. Der ist dann etwa auf derselben Höhe wie dieser Turm da. Und dann sollte eigentlich alles funktionieren. So, habe ich noch irgendwas ausgelassen? Ja, natürlich, wir müssen ja irgendwie die Ruffunktion noch mit einbauen. Da gehen wir hier hin, 1, 2, 3 Blöcke. Die ersten 2 können wir da weg. Dann brauchen wir hier einen Knopf. Hier, hier. So, einen diagonalen Block. Und jetzt wird's komplizierter mit der ganzen Technik da, mit der inneren Technik. Hier schnappen wir uns erstmal einen haftenden Kolben. So. Und ein Beobachter. So. Einen diagonalen Block. Genau so. Einen Block weiter. So. Einen Verstärker. Und jetzt brauchen wir Glas. Diese beiden Gläser hier. Einen dahin und einen dahin. Da kommt noch ein Block hier hin. So, bei Redstone drauf, damit hier das Redstone nicht abgeschnürt wird. Und hier unten braucht man natürlich kein Glas, weil der Verstärker das direkt in den Block senden kann und damit das Redstone-Signal weitergibt. So, dann müssen wir hier noch einen Block hinmachen. Einen Block, Redstone-Fackel drauf, Block auf Redstone-Fackel, Redstone-Fackel auf Block. Und nochmal Block auf Redstone-Fackel und nochmal eine Redstone-Fackel. Ja, das war ein bisschen viel Redstone und Block auf einen Haufen.
Jedenfalls müssen wir hier einen Block hinmachen. Das Redstone da drauf sollte gepowert werden. Wir machen so zwei und einen nach unten. Zerstören den da, machen einen Redstone und da eine Fackel. Die sollte ausgehen. Und das da gehört gleich zu einem System, das ich euch gleich zeigen werde. Jetzt gerade noch nicht, weil wir gerade das hier bauen. Wir brauchen wieder Obsidian oder wieder glasierte Keramik, ganz egal. Wir machen hier einen Redstone hin und einen Verstärker. Wir packen hier an den Beobachter einen Redstone, einen normalen Block, Redstone drauf und eine Fackel. Das machen wir jetzt mal kurz. Wir machen hier einen haftenden Kolben dran, nehmen uns Honigblöcke, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, einen Redstone-Block. Und ihr seht, das führt genau bis hierhin. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass das System aktiviert wird. Und wenn wir jetzt ein bisschen höher gehen, dann seht ihr auch schon, dass dieser haftende Kolben genau hier drauf gesetzt wird. Das heißt, wenn ihr mehr baut, hier kommt der nächste haftende Kolben drauf. So, dann haben wir noch ein kleines Stückchen an Redstone, was wir hier machen müssen. Und zwar da ein Block, wo der Verstärker rein zeigt. Und eine Redstone-Fackel. So, dann ist das System bereit. Zumindest auf dieser Ebene, zumindest auf dieser Hälfte. Wir müssen das natürlich oben hinbauen und auf die andere Seite auch. Und ich gucke gerade noch, eine Sache noch. Die Lampe natürlich, das Wichtigste von allen. Wir haben hier diesen Turm. Da kommt ein Block hin, da kommt Redstone hin und da kommt noch eine Lampe hin. Auf derselben Höhe wie der Knopf und der Block mit dem Redstone ist eins tiefer. Ja, ich glaube, das war's dann. Ich werde das jetzt mehrmals bauen und wir sehen uns gleich wieder. So, da habe ich jetzt auch schon die nächste Etage gebaut und beim Bauen sind mir auch noch zwei Sachen aufgefallen. Zwei kleine Fehler, die mir unterlaufen sind. Passiert natürlich mal, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Hier, der Verstärker, der sollte auf der Stufe 2 sein. Und hier muss noch ein extra Turm hinzugefügt werden, von der nächsten Etage nach unten. Ihr könntet doch sagen, das gehört doch hier zur Etage. Ja, aber auch nein. Also dieser Turm hier, der powert diese Etage und deshalb zähle ich den zusammen zu dieser Etage. Ja, also baut noch einen Turm hin und beim nächsten kommt noch ein weiterer Turm hin. Gut, dann war es das jetzt zu den einzelnen Etagen. Jetzt schnappen wir uns wieder die Sachen, die hier vorher drin waren. Die gehören eben zusammen, also unterste und oberste Etage. Deshalb brauche ich das, glaube ich, nicht nochmal ansagen. Habt einfach genügend von allem da, dann sollte es klappen und das brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja schon die Fahrstühle gebaut. Aber den Rest werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Und die allererste Sache, die wir machen werden, ist noch so ein weiteres Modul hier zu bauen und praktisch alles nochmal, ja. Ihr seht hier, führt das noch nach oben, das ist dasselbe, was hier hingeführt hat und das werden wir halt nochmal bauen. Ihr seht hier, das ist praktisch dasselbe, mit dieser kleinen Ausnahme, dass das nicht dabei ist. Deshalb, werde ich es einfach nochmal bauen. Ich weiß, es ist ein bisschen doppelt, aber ich zeige es euch trotzdem. Gut, dann nehmen wir uns einen Baublock, packen ihn dahin und einen haftenden Kolben so und machen den Block wieder weg. Dann kommt hier ein Redstone-Block dran, wieder ein diagonaler Block, wieder zu einem Pfeil machen, der dahin zeigt, den Block weg und ein Redstone, oben Fackel, Block und 2x2 Feld wieder. Hier wieder ein Block. Eins nach oben, unteren zerstören. Vergleicher. Noch ein Vergleicher. Redstone. Überall Redstone. Dann sollte es aktiviert werden.
Redstone Fackel. Hier diagonal einen Block hinsetzen. Nochmal Redstone. Hier ein Block. Hier zwei Blöcke. Und wieder ein so. Wieder erst die Fackeln platzieren. Dann die Verstärker. So. Dann holen wir uns kurz Honigblöcke. Die brauchen wir nämlich auch noch. So, Honig. 1, 2, 3. Gut, dann müssen wir hier nur noch uns schnell wieder die Baublöcke holen. 1, 2, 1 hoch. Unteren zerstören. Und 3 Blöcke. So. Haftner Kolben. Wieder am Beobachter. 2 Blöcke, 3 Blöcke. Der gehört da nicht hin. Einen da drüber, einen da drunter. Den mittleren Block zerstören, sodass ihr den Kolben sehen könnt. Einen Vergleicher. Dreimal Redstone. Und dann führt ihr das auch wieder bis zur Mitte. Wenn ihr die andere Hälfte auch schon baut, einfach komplett durchziehen wieder. Ein Redstone, ein Verstärker. Noch mehr Redstone. Und hier müssen wir dann einen davon nehmen. Und diesmal wieder 4 Schleimblöcke anstatt 3. Ganz unten hatten wir ja auch 4. Jetzt nehmen wir wieder 4. Ist einfach nur nötig, um die letzten paar Blöcke zu überbrücken. Und dieser eine Schleimblock, der kostet auch nicht so viel. So, dann haben wir das. Da müssen wir jetzt nur noch das hier anschließen. Das, was vorher schon übrig geblieben ist, einfach hieran anschließen. Wieder 1, 2, 3, 4, 5 Honigblöcke, ein Redstone-Block. Dann sollte das klappen. Und jetzt fehlt uns nur noch der eine letzte Knopf und generell die ganze Etage. Moment. Wieder 3x3 Feld. 3x3. Eine Schiene reinbauen. Ein Rahmen. So. Und eine Tür. Dann powern wir das Ganze wieder von außen. Nein, von innen powern wir das. Also so rum. Und dann machen wir hier einen Verstärker hin. Ein Redstone. Und ein Redstone-Block hier hin. Jetzt können wir das Ganze natürlich auch abdecken. Einmal so. Und so. Und den unteren Block wieder weg. Das ist dann einfach der Türmechanismus für hier oben. Ist natürlich viel leichter. Jetzt brauchen wir noch den Umkehrmechanismus. Und den Knopf. Ja, wir machen erstmal den Knopf. Weil es leichter ist. Also der dritte Block. Da kommt ein Knopf ran und 1, 2 führen wir das hier rüber, so, dann wieder Glas, 1, 2 können wir uns wieder die Baublöcke holen, brauchen nämlich hier noch einen, keine Knöpfe, wir brauchen da Redstone drauf. Einen Verstärker und den Rest machen wir wieder Redstone. Gut, dann kommt jetzt wieder der Umkehrmechanismus und was brauchen wir dazu nicht? Das brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir aber, das brauchen wir nicht. So. Wir haben also hier die Stelle, wo der Fahrstuhl stehen bleiben wird. Also hier ist der oberste Block hier dran, die Seelaterne. Genau hier. Und das heißt, wir müssen ein Diagonal dazu hier hinbauen. Also hier wird die Seelaterne sein, hier soll der Obsidian-Block sein. Da packen wir kurz einen Block drunter, einen Block dran. Ein Obsidian-Block kann auch, diesmal kann es Keramik sein. Hier muss es Obsidian sein, damit das aufgehalten wird. Aber das stößt sich nicht an irgendwelchen Sachen. Deshalb kann es auch ruhig Keramik sein, also glasierte Keramik.
dann wieder zwei Blöcke auf beider Seite dran bauen. Und ja, ich muss doch nochmal nachgucken. Das muss nach außen zeigen diesmal. Unten hat es ja in die Mitte gezeigt. Hier nach außen. Wieder 6 Ticks insgesamt an Verlängerung. Und zweimal, dreimal Redstone. Da auf der Seite, wo die Verstärker hinzeigen, kommt ein normaler Kolben hin. Auf die andere Seite ein klebriger Kolben, Beobachter, temporärer Block und ein Kolben. Das ist komisch. Da stört sich was mit Redstone. Warum stört sich da was mit Redstone? Das muss ich jetzt herausfinden. Nee, da muss es eigentlich runtergehen. Gut, irgendwas habe ich falsch gemacht. Gut. Ich habe es 1 verschoben. Ich habe es einfach um 1 verschoben. Also Leute, 1 weiter weg. Alles 1 weiter wegbauen. So, so. So, okay. Also statt einfach ein Diagonalen, müsst ihr ein Diagonalen haben und noch 1 weiter nach links. Okay, ich hoffe, ihr habt es kapiert. Also wieder Verstärker, Redstone, 6 Ticks, noch mehr Redstone, das kann weg. Und dann nehmen wir uns wieder den haftenden Kolben. Hier, Beobachter, keine Sorge, es gibt keine Probleme mit dem Honig. Einen temporären Block und diesmal wieder den haftenden Kolben. Na, diesmal stört es nicht. Und das sollte gut funktionieren. So, eine Sache noch. Und zwar hier Obsidian oder auch glasierte Keramik, sucht es euch aus. Und ein Verstärker. So, dann sollte das eigentlich funktionieren. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Das habe ich selber vergessen. Ja, es sind halt so die kleinen Sachen, die man immer wieder vergisst. Ich meine, so eine Lampe, die braucht man auch nicht unbedingt. Man hört ja, ob der Fahrstuhl gerade in Bewegung ist oder nicht. Außer ihr baut einen riesengroßen Wolkenkratzer mit 21 Etagen Maximum. Das ist nämlich das Maximum, was man hier aus diesen rausholen kann. Und ja, das sollte es gewesen sein. Ah, nein, eine Sache noch. Eine Sache. Wir brauchen ein Schild. Ein klitzekleines Schild. Ich nehme mal ein Birkenschild, weil das halt eben weiß ist. Oder recht hell ist. Das ist dann nicht so ein großer Kontrast. Also wieder Paragraph L. Diesen Pfeil nach oben. Paragraph L. Dritter Stock. Dann darunter Paragraph L. Zweiter Stock. Und wieder Paragraph L. V. So. Dann sollte das klappen. Ich würde sagen, ich speichere das Ganze einmal und danach testen wir das aus. So, da habe ich das mal rüber kopiert und einmal eine Sicherheitskopie gemacht. Bevor wir das ausprobieren, müssen wir noch was verändern. Wir sind nämlich beide Fahrstühle jetzt auf dem Boden und das wollen wir nicht. Wir wollen ja einen oben haben, einen unten. Deshalb gehen wir einfach hier hin und packen da, keine Ahnung, einen Schalter ran. Machen so und drücken einmal drauf, sodass das ganze Ding nach oben fliegt. Und dann, sobald es oben ankommt, können wir schon sehen, eine Lampe ist an,
Und da hat was nicht geklappt. Moment. Das ist beim Kopieren passiert. Das habe ich schon gesehen. Und hier oben natürlich auch. Keine Sorge, das ist kein Fehler. Ich habe keinen Fehler gemacht. So, unten ist die Tür offen, oben ist die Tür offen. Jetzt können wir, ja, wir sehen, eine Lampe ist an. Das heißt, der Fahrstuhl ist bereit. Dann drücken wir drauf. Beide Lampen sind an. Das heißt, er ist gerade in Benutzung. Tür geht an, Fahrstuhl ist da. Tür geht auf, Fahrstuhl ist an. Tür geht auf, Fahrstuhl ist an. Da. Fahrstuhl fährt weg und Fahrstuhl fährt wieder weg. Ja, die Türen sind hier falsch rum eingesetzt, deshalb sieht es ein bisschen komisch aus. Aber es funktioniert. Jetzt ist hier die andere Lampe an. Das heißt, es ist alles in Ordnung, es hat funktioniert. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand von euch noch zuschaut, aber das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.